Tonne um. Jetzt spielt das Wombat mit der Tonne. Die Tonne muss man umhauen. Das macht Spaß. Ja. Wombat nicht mehr zu sehen. Tonnen auch zu sehen. Ups. Es steht hinter der Tonne, wohlgemerkt. Ich probiere mal eine andere Perspektive. Ah, nee, die ist gut, die ist gut. Wir bleiben so. Wir bleiben so. Blöde Tonne. Muss doch umzuschmeißen gehen. Gestern, als wir hier waren, lag das Wombat nämlich in der Tonne. Das war toll. Komm schon, Tonne, fall um, fall um. Oh, ja! Toll. Ab in die Tonne und geschlafen. Ach, das Leben ist schön. Und weg ist das Wombat. So, wir haben jetzt hier ein kleines Wombat auf Reisen. Läuft jetzt durch seinen schönen Park und sucht sich Möglichkeiten zum Spielen. Da oben sieht man jetzt, dass man da schön oben stehen kann und die Wombats von da oben beobachten kann. Da unten ist die blaue Tonne, die das Wombat umgeschmissen hat. Und da unten sind unsere beiden Freunde. Der eine schnuffelt ein bisschen am Eingang rum und das andere rennt da hinten rum und sucht sich Beschäftigung. Ganz untypische Wombats, die eigentlich ja immer erst in der Nacht aktiv werden. Aber die beiden wurden hier von uns Menschen gerade geweckt und haben sich gedacht, naja, dann gehen wir raus und machen ein bisschen Action. So, da haben wir unsere kleine Tierbeobachterin. Die hält die Kamera gespannt auf unsere zwei Wombats. Das eine ist immer noch da vorm Eingang und das andere ist immer noch auf der Suche nach Freiheit. Na, kleiner Mann? Bist du gerade ein bisschen Gras, was? Mmh, yum, 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 yum. Das schmeckt. Das ist toll. Klasse. Geh ich wieder reinschlafen. Jetzt wird hier gekeift. Herde im Paradies. Was ist denn da los? Und zwar keift ein Wombat das andere an, weil sie sich gewagt haben, auf 3 Meter zu nähern. Hier ist der andere Kollege. Ist alles wieder gut, hat sich beruhigt. Ein Wombat, das auf Essen wartet. Sehr ungeduldig. Ja, sehr ungeduldig. Junger Mann, schau mal her. Komm, Bambi, sag was. Da kommt Nummer 2. Nee, da oben kommt Nummer 2. Oder auch nicht. Der weiß noch nicht so genau, ob er rauf oder runter will. Oh, was gefunden. Lecker. Lecker. Wand.